Anna Ziegert ist Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie und eine erfahrene Gerichtsgutachterin. Der Gutachter hat im Strafverfahren die absolute Macht. Der Gutachter entscheidet faktisch darüber, ob zum Beispiel ein Mörder ins Gefängnis geht oder ins Nervenkrankenhaus. Er entscheidet, ob er lebenslang untergebracht wird oder eine zeitige Freiheitsstrafe bekommt. Das sind letztendlich die Entscheidungen, die sich aus dem Ergebnis der Begutachtung ergeben. Doch längst nicht jeder gehe mit dieser Macht verantwortungsvoll um. Beauftragt werden die gerichtlichen Gutachter von Richtern oder Staatsanwälten. Die wählen meist Sachverständige aus, die sie kennen, oder suchen auch mal im Internet nach Experten. Es gibt immer wieder Fälle durch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft, dass im Anruf schon angedeutet wird, ich erwarte von Ihnen das und das Ergebnis. Die Justiz hat vereinzelt Interesse an bestimmten Ergebnissen. So habe auch sie schon unlautere Vorgaben bekommen. Doch wie häufig kommt dies bei Gerichtsgutachtern vor? Das erforschte eine Studie der Uni München unter rund 250 Medizinern, Psychologen und Psychiatern, die ausschließlich oder nebenberuflich als Gutachter tätig sind. Denn viele Sachverständige aller Fachbereiche gehen ihren regulären Berufen nach und nehmen nur ab und zu Gutachteraufträge an. Das Ergebnis der Studie war, dass völlig entgegen unseren Erwartungen tatsächlich Gutachter angegeben haben, dass ihnen bei Auftragsvergabe schon mal ein Signal gegeben wurde, wie das Gutachten aussehen könnte. Am häufigsten war dies bei Psychologen der Fall, von denen 45% anonym angaben, von Gerichten Tendenzen signalisiert bekommen zu haben. Am zweithäufigsten bei Psychiatern mit 28%. Beim Deutschen Richterbund kennt man die Studie. Wenn dieser Eindruck entsteht oder bei den Sachverständigen entstehen könnte, dann ist das ein Umstand, der von uns, von den Richtern und Richterinnen, sehr ernst genommen werden sollte. Und das gelte auch für ein weiteres Ergebnis der Studie. Dass die Gutachter, die Angaben, schon mal ein Signal bekommen zu haben. Man könnte von Einflussnahme sprechen, dass die in der Regel einen größeren Anteil ihrer Einnahmen aus Gutachtertätigkeit beziehen als diejenigen, die noch nie ein Signal bekommen haben. Für die Fachärztin ist klar, warum dies so ist. Diese Gutachter sind vom Gericht abhängig. Und je mehr ich finanziell abhängig bin von der Justiz, desto mehr werde ich zu dessen Erfüllungsgehilfe. Und das gelte für von Gerichten beauftragte Gutachter aller Fachbereiche. Ich finde, das ist eine Katastrophe, weil manche kein gerechtes Gutachten bekommen, damit vielleicht sogar Fehlentscheidungen gefällt werden, weil das Gutachten nicht korrekt begutachtet, sondern einseitig begutachtet.